Liebe HSV-Fans, herzlich willkommen. Wir sind im Adventskalender und jetzt stelle ich Tom eure Fragen und ich hoffe, da sind ein paar lustige dabei. Mit welchem Sportler möchtest du gerne mal einen Tag tauschen? Oh, also wenn, dann würde ich gerne mal Football spielen, aber jetzt mit meiner Schulterverletzung gerade wäre das ein blöder Tausch. Aber das wäre so zum Beispiel mit Aaron Rodgers oder so, würde ich schon mal tauschen. Oder beim Handball hätte ich auch Bock. Handball? Ich kann mich da nicht entscheiden. Handball mache ich auch sehr, gucke ich sehr gerne. Aber im Tor würde ich da nicht stehen. Ich würde eher werfen, weil im Tor die sind verrückt. Wie im Fußball wird nichts, ne? Ja, mal gucken. Wie sieht ein typisches, perfektes Weihnachtsessen aus? Ablaufessen etc. Bei uns gibt es immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Also Wiener Wurst oder Bockwurst. Keine Ente? Das ist, nee, Heiligabend, also am 24. nicht. Und am 25. dann eher sowas. Aber bei uns gibt es eigentlich dann nur eine warme Wurst sozusagen Weihnachten. Einfaches Essen. Die hebst du ja auf, oder? Oh, sehr viel. Hattest du schon oft? Was ist dein Ritual vor dem Spiel? Eigentlich höre ich nur Musik. Sonst habe ich versucht, auf sowas zu verzichten, weil wenn ich dann irgendwas nicht mache und mir fällt auf, dass ich es vergessen habe, dann gibt es so ein ungutes Gefühl. Deswegen habe ich in der Jugend da ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel mal erst den rechten Handschuh an und den rechten Schienbeinschoner, aber irgendwann habe ich gesagt, ich mache einfach, wie es kommt, damit ich nicht in Panik verfalle, wenn ich auf einmal was falsch gemacht habe. Und dann stehe ich da. Was hörst du denn für Musik immer? Worauf willst du hinaus? Ich mag schon was mit bisschen Beat und meistens gern auch deutsche Musik. Das mag ich natürlich auch. Oh, Arvid hat mir eine Frage geschickt. Wer? Arvid. Mhm. Lieber Tom, wie weit kannst du den Ball eigentlich schießen? An guten Tagen bis zum anderen 16er, wenn Wind gut steht und wenn ich Lust habe. Okay. Warum hast du den HSV so lange die Treue gehalten? Naja, ich war ja zwischendurch einmal weg. Also einmal habe ich woanders mein Glück versucht und dann war es so, dass es für mich eine gute Sache war, beim HSV zu bleiben und der HSV gesagt hat, wir wollen dich auch gern behalten. Und ja, dann ist es irgendwie so passiert, dass wir jetzt schon, ich glaube im Winter sind es 10 Jahre zusammen sind, mit dem HSV. Und ja, es passt auf beiden Seiten, glaube ich. Deswegen ist es auch so lange für jeden sozusagen ein Vorteil. Bestimmt. Bestimmt. Hoffe ich. So Kult wie du, Fluch oder Segen? Wie jetzt? So cool wie ich? So Kult wie du. Ich wollte sagen, also cool geht gar nicht. Ja, naja, ich sehe mich da selber ehrlich gesagt nicht ganz so in der Richtung. Ich versuche alles für den Verein so zu machen, so wie ich denke und versuche so zu sein wie ich. Ja, und ich glaube, ich bin eigentlich nur so wie ich bin. Also für mich ist es weder Fluch noch Segen, sondern ja, ich freue mich, wenn Leute das honorieren, was ich mache jeden Tag. Welchen HSV-Fangesang findest du am geilsten? Oh, ja, welchen finde ich am geilsten? Also den neuen HSV-Song von Abschlag, Wir sind der HSV, den finde ich so als Song am besten. Und Fangesang, ja, ich bin froh, wenn es langsam wieder normal wird und unsere Fans da sind. Und da bin ich über jeden Song dankbar. Also es macht ja eigentlich, jeder Song ist geil. Wenn wir ein gutes Spiel machen und der Support da ist, dann ist das immer geil. Das ist doch top. Was würden deine Kinder sagen, welche Dinge kannst du besonders gut und welche ganz schlecht? Fußball spielen zählt nicht. Das konntest du ja noch nie. Nee, deswegen bin ich ja Torwart geworden. So sieht's aus. Was ich nicht besonders gut kann, ich bin nicht geduldig, weder auf dem Platz noch mit meiner Verletzung noch manchmal zu Hause, wenn die Hausaufgaben machen mussten. Deswegen war es eher so, dass meine Frau Sabrina dann den Part der Hausaufgaben übernommen hat, weil es mir immer nicht schnell genug ging.
Und was ich besonders gut kann, also wir haben auf alle Fälle viel Spaß zu Hause. Dafür bin ich vielleicht dann verantwortlich. Entertainer. Ja, und sonst, was kann ich sonst noch gut? Nicht viel, ne? Ne, Karten spielen? Nein, ich glaube nicht. Letztes Mal verlierst immer, ne? Letztes Mal habe ich gewonnen, oder? Ja, glücklich. Ja, jetzt. Eine rote Frage. Welche Jugendsünde kannst du uns beichten? Welche Jugendsünde kann ich beichten? Ich habe einmal, sind wir rausgegangen zum Training in der U19 und habe dann mit dem Spieler mich unterhalten und habe dann halt so gesagt, ja, oder den Trainer, es war Jens Melzig, was hat der Melle da wieder erzählt? Habe aber nicht gesehen, dass der Trainer 2 Meter hinter mir gelaufen ist und alles verstanden hat. Der kam dann, was hast du gemacht und gesagt? Und dann war es sehr unangenehm und dann durfte ich auch zum Gespräch und musste dann mit einer Packung Kaffee den Pack besiegeln, dass wir das aus dem... Stechung, ha? Ja, es war seine Idee, dass ich mal eine Packung mitbringe und dann können wir wieder bei Null anfangen. Aber ich muss sagen, es war sehr unangenehm, weil ich auch bei ihm Kapitän war und und dann war er genau hinter mir, also es war eine leicht unangenehme Situation. Deswegen immer den Schulterblick. Der hat mal ja bei Fußball. Einbringen. So. Wie fühlst du dich als Mannschaftsopa? Verstehst du den jungen Mitspieler noch? Das hast du dir ausgedacht, oder? Sei ehrlich, das steht niemals da. Wie schreibt denn so Opa danach dazu, hä? Wenn jetzt jemand Vater schreibt, hätte ich das noch verstanden. Aber Opa ist schon doll. Ja, also manche verstehe ich, manche Mitspieler, muss ich sagen. Manu ist zum Beispiel nicht so einfach. Mhm. Der ist natürlich gerade mit seinem Dialekt auch sehr schwierig zu verstehen. Nee, als Mannschaftsopa. So fühle ich mich eigentlich nicht, muss ich sagen. Trotzdem, glaube ich, komme ich ganz gut mit den Jungen klar. Was sagst du? Ist okay, oder? Bewegt sich mein Opi, aber sonst alles gut. So, das Zwischenmenschliche passt, meinst du? Ja, okay, der Rest ist ja was anderes. Das ist okay. So alt bist du ja noch nicht. Nee, danke. Die letzte Frage. Bist du sicher? Wie lange hattest du deine Windeln als Kind an? Das ist so schlecht, dass du dir das ausdenkst. Warte nochmal. Wie oft, was steht da? Wie oft hast du damals deine Kinder die Windeln gewechselt? Oh, sehr oft. Also bei meinem Sohn sehr oft, bei meiner Tochter dann war es irgendwie doch dann so, dass ich dann oft mit dem, weil er ja 3 Jahre älter ist, dann mit dem irgendwas gemacht habe und meine Frau dann, ja, dadurch, dass sie auch gestillt hat, irgendwie dann mehr mit meiner Tochter unterwegs war und nicht mit ihm. Deswegen ist da vielleicht die Verteilung nicht ganz 50-50, aber wir haben schon geguckt, dass jeder mal dran ist, gerade wenn es mal wieder ein bisschen mehr gerochen hat, durfte. Dann war ich immer sehr, sehr beliebt an Schatz. Aber das wirst du ja dann auch irgendwann mal. Sieht es da nicht aus bei dir? Jetzt mal eine Frage noch von mir so. Ist ja nicht so privat oder so. Hund erstmal gut genug. Erstmal Hund erziehen. Ja. Erstmal Hund. Da mal gucken. Vielen Dank für eure Fragen und auch diesmal könnt ihr was gewinnen. Und zwar ein paar Torwart-Handschuhe von mir. Denn dafür müsst ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und frohe Weihnachten euch. Ciao.